Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Promi-Geflüster-Ausgabe und natürlich ESC-Ausgabe. Ihr wisst ja, wir stellen hier bei Promi-Geflüster die Teilnehmer zum deutschen Vorentscheid zum ESC 2023 vor. Ich hoffe, dass wir auch alle wirklich bekommen. Ja, den nächsten, den wir hier in unserem Promi-Geflüster begrüßen dürfen, der nennt sich Trong. Und ich sage da einfach mal Hallo und herzlich willkommen, grüße dich. Hallo, hallo Frank. Hallo Promi-Geflüster und an alle Zuschauer. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen, weil ich Promi-Geflüster auch schon lange verfolge und auch, ja, ich meine, seit 16 Jahren gibt es euch, deswegen kennt jeder auch Promi-Geflüster. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das freut mich natürlich, dass du da schon eifriger Zuschauer bist, ganz genau. Warum haben wir es eigentlich davor noch nie geschafft, grundsätzlich? Uns mal zu verbinden. Frank, leider hast du mich nie angerufen. Stimmt. Daran wird scheitern. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil du auch sehr viel in Vietnam oder unterwegs bist, musikalisch und da sogar sehr erfolgreich, gell? Ja, ich konnte die Sendung Vietnam Idol gewinnen im Jahr 2015. Vietnam Idol ist das vietnamesische Pendant zu Deutschland sucht den Superstar. Und es war eigentlich ziemlich spontan und total ungeplant. Aber genau, seit mit dem Gewinn bei Vietnam Idol hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht und ja, mache dort Musik. Und das Ganze, das war, glaube ich, wenn ich so richtig gelesen habe, so um 2015, gell? Genau. Ja, ja. Sind doch auch schon wieder ein paar Jährchen ins Land gezogen. Also, Vietnam, da muss ich jetzt bloß ganz kurz mal schnell noch einen ganz kleinen Joke loslassen. Kennst du die schwäbische Stadt in Vietnam? Ich komme ja aus dem Schwäbischen, ne? Nein, kenne ich nicht. Das ist ganz Sag's einfach. Mir. Hanoi. Warum Hanoi? Ja, weil wir sagen Schwäbisch, nein, neu. Hanoi. Ach genau. So, okay, verstehe. Das ist nur so ganz kurz am Rande, Entschuldigung. Da haben wir aber, ja schon mal eine Connection, Frank. Bitte? Da haben wir ja schon mal eine gute Connection. Ja, genau, auf alle Fälle. Genau, so ist es, genau. Dann bist du ja jetzt im sechsten Anlauf endlich so weit, dass es in den Vorentscheid gereicht hat beim Eurovision Song Contest. Was ist diesmal anders gelaufen, dass es diesmal gepasst hat? Diesmal erstmal ein riesen Dankeschön an die NDR, sorry. Ja, ich habe jetzt verwechselt mit ARD. Nochmal erstmal ein riesen Dankeschön an NDR, an die ESC-Delegation und auch an Bildergarten Entertainment, dass ich dieses Jahr dabei sein darf. Ich denke einfach, dieses Jahr sind wir so diverse, wir sind so unterschiedlich und ich glaube, so das, was ich kenne und was ich so mitbekommen habe, ist, dass es seit langem wieder mal ein sehr, sehr unterschiedliche oder ein Vorentscheid mit ganz viel unterschiedlichen Künstlern. Und ich denke einfach, auch das war vielleicht der Grund, warum ich diesmal dabei sein durfte, weil wir dieses Mal ein Konzept gezeigt haben und beworben haben, ein Konzept mit viel Tanz und auch mit Outfits und ich sag mal das Gesamtpaket. Und ich denke, dass das Konzept vielleicht interessant wäre für den ESC-Vorentscheid. Und ja, ich glaube auch, dass wir dieses Jahr sehr mutig sind, weil wir eben so viele verschiedene Stile haben im Vorentscheid. Und das freut mich natürlich wahnsinnig, einfach in den Top 9 dabei sein zu dürfen. Ja, also Glückwunsch dafür. Das ist doch schon mal ein ganz großer Schritt nach vorne. Und wie du sagst, es ist sehr vielseitig, sehr bunt und ich denke mal, sehr facettenreich, was die Musik angeht. Es gibt von allem etwas Pop, Rock, dann Boah. Deine Wenigkeit da mit deinen Tänzern. Ich habe das Video schon gesehen und also es erinnert ganz spontan, wenn man es wirklich mal reinschaut, so ein bisschen an BTS. Ne? Also, cool, BTS. In die Richtung, mega. Genau. Aber du bist sozusagen da alleine, das sind nur, in Anführungsstrichen, nur deine Tänzer, also die singen nicht mit, oder? Auf der Bühne.
Genau, also Trong ist Einzelkünstler, das bin ich, das ist auch mein Bürgername. Und ich muss auch sagen, so, es bedeutet uns sehr, sehr viel, Frank, einfach dabei sein zu dürfen, weil ich denke auch, dass dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche, dann ist es zum allerersten Mal, dass ein Künstler von asiatischer Herkunft bei dem ESC-Vorentscheid dabei sein darf. Und ich glaube, das bedeutet unserer Community sehr, sehr viel. Und ich möchte einfach auch mit der Performance zeigen, dass es nicht wichtig ist, woher du kommst. Es ist nicht wichtig, wie du ausschaust, welcher sexuellen Orientierung du angehörst oder hast, sondern das Wichtige ist, dass du niemals aufgibst, immer an deinen Träumen arbeitest und ja, dass du dranbleibst und wirklich dafür kämpfst, für das, was du dir wünschst. Und das wäre einfach für mich ein Riesending, für Deutschland beim ESC in Liverpool antreten zu dürfen. Aber auch jetzt schon bin ich super glücklich und einfach wahnsinnig happy darüber, beim ESC-Vorentscheid überhaupt dabei sein zu dürfen. Also ja, du glaubst nicht, wie glücklich ich bin. Doch, das spürt man richtig. Das finde ich sehr gut. Ja, und das, was du gerade geschildert hast, ist ja auch so ein bisschen die Botschaft, was in deinem Lied oder in deinem Song vorkommt, ne? Den Mut zu haben, anders zu sein. Genau, also ich denke, den Song Dare to be Different habe ich geschrieben aus persönlichen Gründen. Natürlich, weil aus dem Grund, dass ich in Deutschland geboren wurde, aber immer als Asiate gesehen wurde. In Vietnam, wo ich arbeite, werde ich immer als als Deutscher gesehen. Das heißt, ich habe mich irgendwie versucht, immer anzupassen, um den Menschen zu gefallen. Mich irgendwo auch selbst verloren, aber dann irgendwo gemerkt, einfach, weißt du was, Trong, sei stolz darauf. Du bist anders, du bist der Mix aus beiden Welten. Und ich denke einfach auch, dass der Song Trau dich, also Dare to be Different, Trau dich einfach anders zu sein, kann man in viele Lebenssituationen sozusagen sich selbst reflektieren. Ja, also ganz viele Leute einfach, die einfach das Gefühl haben, anders zu sein, die vielleicht gerne das machen würden, was die Gesellschaft nicht von einem erwartet oder was die Familie nicht erwartet. Oder was sich auch Freunde vielleicht nicht wünschen. Aber wenn man sich traut, das zu machen, was das Herz einem sagt, dann denke ich, dass man wirklich frei ist, man ist glücklich und man hat die beste Zeit seines Lebens. Einfach dadurch, weil man sich selbst akzeptiert und weil man sich selbst liebt. Deswegen einfach so der Song und die Message an die Zuhörer, ja, trau dich, anders zu sein, trau dich, du selbst zu sein und trau dich auch wirklich anderes zu machen. Ganz genau. Und dann kommt natürlich obendrein noch dein anderes Talent hinzu, das Tanzen. Ja, absolut. Also ja, ich tanze schon seit wirklich über 20 Jahren und ich denke, das Tanzen hat mich auch immer anders gemacht. So das Tanzen und Singen gleichzeitig, was echt nicht einfach ist, denke ich. Also wirklich noch gerade Töne zu treffen, aber trotzdem dazu sich zu bewegen und ja, ich sag mal, zu tanzen. Aber ich muss auch sagen, so das Tanzen hat irgendwo auch mein Leben gerettet, auch irgendwo meine Familie gerettet. Und das Tanzen spielt eine sehr, sehr große Rolle generell in meinem Leben. Und auch dieses Mal möchte ich einfach gerne das den Zuschauern vom ESC-Vorentscheid zeigen, ja, wer ich bin, was mich ausmacht und auf jeden Fall viel Tanz, viel Freude und viel Spaß auf jeden Fall, ja. Ja, also da drückt man ganz, ganz fest die Daumen, dass das Danke. für dich sozusagen gelingen mag. Genau. Ich muss ja hier immer ein bisschen neutral bleiben. Ich gönne es natürlich jedem, aber kann nur einer dann am Schluss die Fahrkarte nach Liverpool sozusagen bekommen. Ja, aber deswegen geht es nachher trotzdem weiter. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Was waren deine ersten Berührungen mit dem ESC? Wann bist du so zum ersten Mal, wann ist es dir bewusst geworden? ESC, Mensch, das wäre was. ESC, okay. Da muss ich wirklich nach ganz früher graben, denn schon sehr lange her bin ich ein wahnsinniger Fan vom ESC. Einfach natürlich auch wegen den krassen Bühnenshows, das tolle Lighting,
tollen Soundeffekte und generell auch so die professionelle Kameraführung. Mein großer Traum war es schon immer, auf den größten Bühnen der Welt zu stehen und performen zu dürfen. Und auch ein weiterer Grund ist auch, dass da ich im Asylheim aufgewachsen bin und mit meiner Familie dort war, 7 Jahre lang, danach im Jahr 2000 wurde meine Familie abgeschoben vom Gesetz. Aber ich muss sagen, es war eine wahnsinnig harte Zeit für meine Eltern, absolut. Ich als Kind habe noch nicht so viel mitbekommen, habe noch nicht wirklich verstanden, was es wirklich bedeutet, ich sag mal, nach Vietnam zu gehen in ein Land, was ich gar nicht kenne oder was ich gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Und meine Mutter war schon wirklich, meine Mutter hat schon alle Sachen gepackt und sie hat den ganzen Tag geweint, weil sie darauf gewartet hat, dass eventuell die Polizei gleich reinkommt und uns mitnimmt. Aber man muss sagen, wir haben so viel Unterstützung, so viel Liebe, Herzlichkeit und Menschlichkeit von den Bürgern bekommen. Die deutschen Bürger haben uns super stark supportet. Wir haben 6000 Unterschriften sammeln können, dass sie sich dafür einsetzen, dass wir hier bleiben dürfen in Deutschland. Und genau, dann haben wir es auch wirklich geschafft, hier zu bleiben. Und mit meinem ESC-Auftritt bei Eurovision in Liverpool möchte ich mich einfach auch irgendwo bedanken, im Namen meiner Familie, auch Deutschland was zurückgeben mit meiner Musik, viel Freude, viel Mut und Spaß zurückgeben und einfach im Namen meiner Familie Danke sagen, weil die Bürger uns immer so sehr wahnsinnig unterstützt haben und so viel Liebe uns gezeigt haben. Ja, nee, auf alle Fälle. Tolle Sache, ganz klar. In Vietnam selber kennt man da den Eurovision Song Contest? Gibt es da auch sowas in der Form? In der Form gibt es sowas nicht. Es gibt noch kein Asia Vision. Genau, also es gibt natürlich super viele Leute, die totale Fans vom ESC sind. Das absolut. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie wie in Deutschland, dass es wirklich so präsent ist. Also Europa muss man eigentlich sagen, ne? Absolut. Die USA wollen ja, ich glaube, sowas in der Form auch übernehmen, wie ich schon gehört habe. Also die sind irgendwie auch daran interessiert. Mal gespannt, was sich da sonst noch in der Richtung bewegt. Und man muss immer wieder sagen, Musik verbindet Völker und da ist Absolut. es völlig gleich, wie du schon gesagt hast, eingangs, woher man kommt, welche Richtung man denkt und so weiter, könnte viel, viel mehr Frieden herrschen auf der Welt, ne? Absolut, das ist auch das ist wirklich das Tolle am ESC, dass wirklich alle Länder, alle Menschen zusammenkommen, alle gemeinsam feiern und einfach Spaß haben. Und da ist es gar nicht wichtig, wie du schon gesagt hast, Frank. Ja, woher du kommst, Hauptsache fühlen uns verbunden durch die Musik und haben Spaß miteinander. Das finde ich ja so toll am ESC einfach. Und ja, das ist auch die Message, die ich gerne überbringen möchte an, ich sag mal, an die ganze Welt mit meiner Musik. Jetzt natürlich, wenn es ESC klappt oder auch nicht klappt, man weiß es ja nicht. Wie geht's grundsätzlich weiter für dich? Was sind Pläne für 2023? So viele Pläne haben wir jetzt noch gar nicht geschmiedet, weil einfach, Erstmal ja, der abwarten, ne? ESC, genau, der ESC ist für uns gerade alles und wir legen alle Power, alle Energie, alle unsere Kreativität jetzt auf den ESC-Vorentscheid. Und ich bin auch so ein Typ, ich gehe gerne mit dem Flow und schaue so gerne, was passiert. Und dann muss man das einfach, sagen wir mal, mit da auf der Welle mitschwimmen. Wenn wir es schaffen, wenn wir sozusagen nach Liverpool fliegen. Ja, aber auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass ich weitere Songs auf Englisch für Deutschland und auch für Europa veröffentlichen werde. Und genau, ich bin da auch schon gerade dabei, auch die Songs zu schreiben und bin das Wochenende jetzt in München mit Julia Kautz, ja, und schreibe mit ihr Songs. Wunderbar. Also, da hört man auf alle Fälle noch viel von dir. Das ist sehr schön und auch gut so. Absolut. Ne? Und ich denke mal, man darf sich ja da nicht ausruhen. Man geht ja immer weiter, natürlich. Klar haben die letzten 2 Jahre, 3 Jahre durch Corona bedingt natürlich viele einen Stopp sozusagen eingelegt. Aber ich denke mal, jetzt ist wieder alles offen. Jetzt darf man Gas geben, kann man Gas geben und
So soll es auch sein. Ne? Absolut. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir Spaß haben, dass wir genießen und dass wir viele Musikshows machen. Absolut. So ist es, so ist es. Sehr schön. Ja, was haben wir sonst noch? Britney Spears war noch ein Stichwort, genau. Mutmachende Worte von Britney Spears. Was war da mal? Was ist da passiert? Klein, ganz groß, das war eine TV-Show, gell? Genau. Das war eine TV-Show auf Sat.1 und da durften sich talentierte Kinder, genau, da wurden die Wünsche von talentierten Kids sozusagen erfüllt. Und mein großer Traum war es, zu dem Zeitpunkt Britney Spears zu treffen. Sie war für mich so das große Idol. Sie hat getanzt, sie hat gesungen. Sie hat krasse Bühnenshows gemacht, sie sah wunderschön aus. Deswegen war es mein großer Traum, Britney Spears zu treffen. Und genau, und es ist dann so passiert, dass ich gar nicht wusste, wo ich hingehe, sondern meine Tanzlehrerin hat mich angemeldet. Sie hat gemeint: Strong, wir fahren jetzt zu einer Audition nach München. Und da musst du einfach vortanzen. Ich so: Okay, kein Problem. Vortanzen, null Problemo. Ich kann immer tanzen und das ist kein Ding. Dann saß ich dort auf dem Sofa, hab gewartet und die Leute haben gesagt: Ja, Chong, setz dich hin, entspann dich kurz und gleich legen wir los. Genau, ich saß dann da, hab geguckt, dies und das. Auf einmal ging links neben mir die Tür auf. Eine wunderschöne Frau ist reingekommen und ich drehe mich so nach links und ich schaue so. Mein erster Gedanke, weißt du, was das war? Es war, ist das ein Britney Spears-Double? Ist das ein Britney Spears-Fake? Weil ich habe irgendwie mal vorher gehört, dass sie gar nicht mehr nach Deutschland kommen sollte. Was weiß ich. Genau, deswegen habe ich dann sie angestarrt und habe dann gedacht so, ist sie das wirklich? Nein, das kann nicht sein. Und dann hat sie sich zu mich gesetzt und wir haben dann ein bisschen gequatscht. Ich habe natürlich so getan, als würde ich Englisch voll gut verstehen, aber da konnte ich jetzt gar nicht so gut. Einfach nur ja und alles, ja, cool und gelacht und mich gefreut. Und dann habe ich auch gemerkt so, okay, nee, das kann nicht ein Double sein, das ist Britney Spears. Und dann hat der Moderator zu dem Zeitpunkt, das war Martin Clerici, hat gemeint, ja, möchtest du für Britney Spears vortanzen? Und ich so, ja, klar, auf jeden Fall. Ey, total happy gewesen. Aber ich muss sagen, innerlich war ich so nervös, ich habe mir fast in die Hosen geschissen. Tut mir leid, darf ich das sagen? Alles gut, alles gut. Ist authentisch, das Okay. bleibt. Und da genau, bin ich dann auf die Bühne gegangen. Und wenn man, also die letzte Szene, bevor ich auf der Bühne bin, kann man wirklich meinen Gesichtsausdruck sehen. Das war so. Und es hat auch wirklich meine Emotionen wiedergespiegelt zu dem Zeitpunkt. Und dann, als aber die Musik dann anging, war alle Nervosität weg. Ich habe getanzt, ich war in meiner eigenen Welt und habe dann wirklich voll alles gegeben auf dem Song Overprotected von Britney Spears. Und genau, und dann am Ende hat Christian gefragt: Möchtest du Britney Spears noch was sagen? Und ich so: Okay, Britney, I love you. Genau, Jetzt dann. ist natürlich die Frage, habt ihr darüber hinaus noch Kontakt gehabt oder wenn sie dich jetzt sehen würde, wird sie bestimmt sagen, ich habe recht gehabt, oder? Britney Spears hat ja zu dem Zeitpunkt gesagt, so, hey, du tanzt mega und du sollst deine Träume weiterhin verfolgen, weil du wirklich talentiert bist. Und das habe ich mir immer im Kopf behalten. Und an dem Tag sind wir dann von München nach Hamburg geflogen. Da war auch die deutsche Meisterschaft im Hip-Hop-Tanz. Und mit ihrem Segen habe ich wahrscheinlich dann auch, habe ich dann die deutsche Meisterschaft gewinnen können. Glückwunsch dann mal für das damals noch, genau. Wie bitte? Ich sage im Nachhinein Glückwunsch dafür noch, genau, von mir. Dankeschön. Dankeschön. Also ich glaube, ohne Britney Spears Segen hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Aber genau. Und tut mir leid, was war noch die Anfangsfrage? Nee, ich meine, wenn sie dich jetzt noch sehen würde, dass du jetzt beim ESC bist, Ja, also wäre die Reaktion bestimmt jetzt auch entsprechend, ne?
Krass wäre es dann, ne, wenn sie die Performance anschauen würde oder könnte. Und ja, einfach mal Feedback von Britney Spears zu holen, das wäre natürlich mega heftig. Aber ja, ich glaube, sie ist ziemlich beschäftigt. Also ich weiß Ja. nicht, ob sie da mich verfolgt. Wer weiß, vielleicht steht er ja irgendwann mal wieder gemeinsam auf irgendeiner musikalischen Bühne. Wer weiß. Na, genau. Das wäre ein Traum, voll. Wie geht es jetzt so im Vorfeld noch für dich weiter? Jetzt noch viele Pressetermine oder was steht an bis zum 3. März? Erstmal ganz, ganz viel üben, viel trainieren, auch ich muss joggen gehen, denn viele fragen sich auch so, ey Trong, wenn du live singst so richtig, wie kannst du denn so tanzen? Oder wenn du so tanzt, kannst du da auch noch live singen? Ich sag den Leuten so, ey Leute, ich weiß es selber nicht. Also ich muss auf jeden Fall joggen, ich muss auf jeden Fall meine Kondition trainieren, ich muss auf jeden Fall üben. Das steht auf jeden Fall im Tagesplan an. Dazu kommen natürlich auch, ja, da kommen auch Pressetermine dazu. Es kommen aber auch so organisatorische Sachen dazu. Und auch, was ich gerne gerade mache zurzeit, ist Dare to be different, zu tanzen oder zu performen in öffentlichen Plätzen, Frank. Ich war, das Wochenende war ich am Alexanderplatz und habe da zu Dare to be different getanzt. Da werde ich auch noch mal ein paar Videos hochladen auf meinem Social Media. Aber das war krasse war, auf dem Weg zum Alexanderplatz habe ich einen jungen Mann getroffen. Er saß da alleine und hat sich High Heels angezogen. Aber es waren jetzt nicht normale High Heels, es waren pinke High Heels so hoch. Also so. 20 Zentimeter mindestens, ne? Mindestens, Frank. Und dann habe ich, der ist mir sofort aufgefallen und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe ich gemeint so, ey, drehst du TikTok? Denn ich finde es total schön, was du da machst und ich finde es total krass, dass du dich da traust, mitten im Alexanderplatz alleine dir solche hohen Schuhe anzuziehen und damit zu laufen. Da habe ich auch gemeint so, hey, weißt du was? Er hieß Elvis oder er heißt Elvis und ich habe gemeint so, ich habe einen Song rausgebracht, der heißt Dare to be different, trau dich anders zu sein. Und ich habe gesagt, du bist die Verkörperung oder eine Art von Verkörperung von Dare to be different. Deswegen hast du Bock, mit mir am Alex da zu tanzen. Und am Anfang war er noch ein bisschen so, ja, war ungewohnt für ihn. Ich glaube, noch niemand hat ihn irgendwie angefragt, jetzt da mitten am Alexanderplatz zu tanzen in Berlin. Aber dann hat er gemeint so, ja, weißt du, mache ich. Weil er hat auch gesagt, er möchte auch ein Zeichen zeigen von, hey, ich bin stark und ich bin mutig und ich bin gut so, wie ich bin. Und ich habe gedacht, so perfekt für Dare to be different. Du musst dabei sein. Und dann haben wir wirklich da getanzt gemeinsam und es war mega toll. Also ganz viele Leute haben reagiert positiv, super positiv reagiert. Natürlich gab es da auch mal so hier links und rechts diese Blicke hier und dort, aber wir fokussieren uns auf die positiven Blicke und auf die positiven Reaktionen. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl für mich, einfach mit, ja, für solche Leute oder für solche Menschen Mut zu machen, dass sie einfach wirklich, ja, trau dich anders zu sein. Du bist gut so, wie du bist. Du bist genug. Und zeig es der Welt. Sei stolz darauf. Ja, das war ein sehr schönes Gefühl, glaube ich, für Elvis und aber auch für mich. Ja. Ja, genau. Sehr schön. Und mit diesen mutmachenden Worten sind wir schon langsam wieder in unserer Endrunde angekommen. Vielleicht reicht es dir auch mal nur nach Stuttgart zu kommen, so in die Ecke, da bin ich zu Hause. Dann können wir da vielleicht auch noch eine kleine Straßensession machen, wenn du magst. Frank, sehr gerne. Das Angebot merke ich mir. Aber dann nur, wenn du mit mir auf der Straße tanzt. Ja, gut, darüber können wir dann reden dann noch. Genau, dann machen wir auch noch ein paar Schritte mit. Promi-Geflüster, ihr wollt. Ich bin kein perfekter Tänzer, aber ich sage, für dich mache ich da schon noch mit. Absolut. Das ist aber das Schöne dran. Ich meine, ich glaube auch, alle Zuschauer von Promi-Geflüster wollen Frank tanzen sehen. Auf der Straße von Stuttgart. Yeah, Leute, wenn ihr das sehen okay. wollt,
kommentiert und schreibt, ey, dass wir auf jeden Fall Frank auf die Straße bekommen und zu tanzen. Okay. Bin gespannt. Also kräftig reinschreiben in die Kommentare, genau. Wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, grundsätzlich, wo bist du anzutreffen? Social Media, Homepage etc., wo findet man was? Ja, sehr gerne auf Instagram, Trong, Trong eingeben, Trong Hugh Official, also Trong Official. YouTube sehr, sehr gerne, da gibt es ganz viele Videos, auch meine vorherigen Musikvideos. Facebook, da ist meine Webseite Trong Hio. Also Hio ist Hieu, weil so unter dem Namen kennen mich die Leute in Vietnam. Und auch TikTok, Spotify sehr gerne, Trong, Dare to be different. Und darf ich auch noch mal kurz einen Aufruf machen, Frank? Natürlich. Nur zu. Okay. Hallo nochmal an alle da draußen. Ich bin Trong und ich bin dieses Jahr beim ESC Vorentscheid mit meinem Song Dare to be different dabei. Und mit dem Song möchte ich einfach gerne allen Menschen Mut machen, sich zu trauen, anders zu sein, sich zu trauen, auch vielleicht einfach in seinem Leben was anderes zu machen und viele neue Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln. Aber was am Ende einfach wichtig ist, dass wir alle Spaß haben, dass wir uns selbst lieben, denn wir verdienen es, uns selbst zu lieben, wir verdienen es, frei zu sein, wir verdienen es, ein glückliches Leben zu haben. Und ich hoffe, mit meiner Performance beim ESC Vorentscheid kann ich euch diese Emotionen und diese Message zusammen überbringen. Ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß, habt viel Freude und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für Trong mit Dare to be Different beim ESC Vorentscheid am 3. März auf ARD voten würdet. Und ich schicke euch ganz viel Liebe und Energie. Sehr schön, sehr schön. Das war Trong hier bei mir im Promi-Geflüster. Hat wirklich Spaß gemacht. Sehr viel Lebensmut und Laune bringt darüber. Und hoffentlich dann am 3. März auch zu den Fernsehzuschauern. Herzlichen Dank fürs Interview. Herzlichen Dank Danke. fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten ESC-Geflüster und mal gespannt, wenn wir da noch dabei haben. In diesem Sinne, macht's Frank, gut. lieben Dank und vielen Dank an Frommi Geflüster.